Die sogenannte Rot-Weiß-Rot-Karte berechtigt Arbeitskräfte aus dem Ausland zur Beschäftigung und Niederlassung in Österreich und soll den heimischen Fachkräftemangel mindern. Ein sogenanntes Pre-Check-Register soll die Vergabe der Karte in Zukunft vereinfachen und beschleunigen. Das hat Arbeitsminister Martin Kocher am Montag in Wien vorgestellt. Das ist eine Vorabprüfung, die Klarheit schafft und eine Liste erstellt, die sozusagen auch allen Beteiligten transparent öffentlich zeigt, welche Ausbildungen welche Gleichwertigkeit haben. Bisher seien die Qualifikationen potenzieller Zuwanderer einzeln geprüft worden. Und es mussten dann die Ausbildungscurricula geprüft werden, die individuellen Bildungskarrieren, die Kompetenzprofile und es brauchte eine Validierung des Bildungsanbieters aus dem Land, wo der Rot-Weiß-Rot-Kartenwerber, die Rot-Weiß-Rot-Kartenwerberin kommt. Das bedeutet längere Bearbeitungsdauern natürlich, klarerweise. Es bedeutet einen höheren Verwaltungsaufwand beim AMS und dann in Folge natürlich auch bei den Ausländerbehörden. Es bedeutet relativ wenig Transparenz und große Unsicherheit auf beiden Seiten. Nun sollen die Ausbildungen in 5 Herkunftsländern untersucht werden. Jene, die österreichischen Ausbildungen gleichwertig sind, sollen automatisch anerkannt werden. Zum Start der Liste sind 102 Qualifikationen für Arbeitssuchende aus den Philippinen erfasst worden. Indonesien, Brasilien, Albanien und der Kosovo sollen folgen. Wenn jemand aus den Philippinen nach Österreich kommen möchte und einen Abschlussnachweis, der diesem Pre-Check-Register entspricht, dann wird nicht mehr individuell geprüft, dann kann automatisch dieser Teil abgeschlossen werden. Es gibt nicht weitere Schritte, wie zum Beispiel die Punkte für die Sprache und so weiter, aber dieser Teil kann automatisch erfüllt werden. Neuigkeiten gibt es auch bei den Beschäftigungszahlen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer um 9,7% gestiegen. Das sind 32.752 Personen. Andererseits habe Österreich auch einen Beschäftigungsrekord und viele offene Stellen, so Kocher. Dieses zwiegespaltene Bild zeichnet den Arbeitsmarkt seit mittlerweile 1,5 Jahren ungefähr aus und wird auch in den nächsten Monaten weiterhin so präsent sein. Es gebe laut Kocher erste Anzeichen, vorsichtig optimistisch für die Wirtschaftsentwicklung zu sein. Der Wirtschaftsminister verweist hier auf die Bruttoinlandsproduktschätzung des WIFO, die mit 0,3% Wachstum im dritten Quartal ein mögliches Ende der Rezession vorhersagt.